Folge 23, direkt eine Spezialfolge eigentlich, zumindest von der Nummer her. Allerdings habe ich nichts sonderlich Spezielles vor. Heute geht's zum Barber und ich habe die Schnauze voll von Out of Focus. Von 4 bis 11 heute gearbeitet, um 11 dann Feierabend gemacht. Ab in die Wanne und jetzt frisch aus der Wanne raus. Jetzt kommt dann gleich der Ralf, holt mich ab und dann werden wir uns mal wieder nach Landshut aufbegeben, weil ich fühle mich langsam wieder wie so ein Wolf. So, was jetzt noch schnell ansteht, ist noch ein bisschen die Trainersäcke einmassieren mit Bodylotion. Habe ich immer noch eine aus den USA, die war mal in Peter Thomas Rot. Die war mal in irgendeinem Hotel, wo ich in den Staaten drüben war. Und ich habe immer noch Reste davon, weil ich so wenig. Weil ich sie so wenig und selten hernehme. Aber das ist jetzt dann auch schon die letzte Tube. Schreibtisch sieht momentan wieder aus wie Hölle. Also nicht der Schreibtisch hier, der Desktop, sondern ich meine diesen Schreibtisch hier. Aber die Woche ist es einigermaßen heiß hergegangen. Diesen kleinen Mac hier richte ich gerade ein, der soll zukünftig eigentlich nicht viel tun. Der soll nur zwischendrin ein Xcode-Projekt bauen auf ein auf dem iPhone übertragen. Und dann gemütlich ausprobieren, ob die Applikation funktioniert. Das ist der, ja, ich bin so ein Stick-Fan. Ich mache mir meine Betriebssysteme immer auf so ein Stick und dann hat man sie einfach parat. Und dann mache ich mit jedem Release, der rauskommt, ein neues. Genau, dann spiele ich momentan gerade mit dieser Bluetooth 5.0 Entwicklungsplatine rum. Ja, an sich bin ich noch gar nicht so umgestiegen von 4.0 auf 5.0. Die Endgeräte, die meisten unterstützen ja auch noch kein 5.0, so richtig sauber. Aber nachdem ich viel mit Bluetooth mache und das der nächste große Schritt sein wird, habe ich mich ja die Woche auch damit mal ein bisschen auseinandergesetzt. Genau, was haben wir noch? Den Beacon habt ihr ja gesehen, dass ich da die letzte Zeit mitgearbeitet habe. Und so kleine NFC-Tags. Da haben wir eine Applikation ein bisschen geupdatet, die... Ich kann das ja hier ganz schnell zeigen am Telefon. Ich muss nur schnell mein NFC anschalten. Standardmäßig habe ich das nämlich aus. So, das sind so Tags, die Mitarbeiter bekommen bei einem Kunden und die haltet man ans Telefon und dann identifiziert man sich. Out Focus, wo bist du? Dann identifiziert man sich mit so einem kleinen String und kann dann sagen, ob man sich gerade einstempeln oder ausstempeln will. Und genau, man drückt den entsprechenden Button und das Telefon meldet einen an, sagt auch, wo genau dass das Einstempeln passiert ist, mit welcher Uhrzeit. Und wenn man die Arbeit getan hat, hält man wieder den kleinen Tick hier, den kleinen Tick ans Telefon und kann sich wieder ausstempeln. Ja, hab noch nicht aufgeräumt. Normal mache ich das immer Freitagmittag, aber heute bin ich aber nicht mehr dazugekommen, weil ich heute doch recht lang gearbeitet habe und der Tag ist auch insgesamt noch sehr lang geworden. Wir haben es jetzt mittlerweile knapp 1 Uhr nachts. Also ich das gemacht, was ich relativ gern mache. Ich habe es aufräumen verschoben auf morgen und morgen werde ich es dann verschieben, weil Feiertag, auf den Samstag. Und Samstag könnte ich es nochmal schieben, weil da muss ich ja dann unbedingt noch irgendwas Tolles machen für den Vlog. Ich habe aber momentan noch gar keine Ahnung, was ich am Samstag mache. Ja, jedenfalls, ich werde jetzt noch den Mac fertig einrichten, schauen, dass da die ganzen Programme drauf sind, die man so braucht. Also in unserem Fall halt auf jeden Fall mal Xcode muss drauf und die Developer-Tools. Und dann lassen wir den Herrgott einen guten Mann sein, wie man so schön sagt hier in Bayern. Dann ist für heute aber auch echt mal gut.